Hey, Johannes hier für den Notebooksbilliger.de Blog und wir sind hier immer noch auf der Computex 2013 und schauen uns hier bei Gadja ein ganz cooles Case an für das iPhone 5 und zwar mit einem eingebauten E-Paper-Display auf der Rückseite. Das Ganze gibt es auch für das Samsung Galaxy Note 2 und für das Samsung Galaxy S4, aber hier nochmal für das beliebte iPhone 5. Das Display hat eine Diagonale von 3,5 Zoll und eine Auflösung von 360x600 Pixeln und arbeitet mittels Bluetooth 4.0 und verbindet sich so mit dem Gerät. Ihr könnt dann also euer iPhone einfach, da ist jetzt gerade ein iPhone drin, das ist hier mit diesem verbunden. Ihr könnt dann einfach irgendein Bild auswählen, was ihr auf eurem Gerät habt und es dann hier einfach übertragen. Müsst ihr einfach hier in dieser Liste euer Bluetooth 4.0 Gerät aussuchen. Und wo ist es? Ich hoffe mal, das funktioniert. Und es wird dann hier auf dieses Case übertragen. Je nachdem, wie groß es ist, dauert es dann halt eben einige Sekunden. Aber dann habt ihr es hier drauf. Die Besonderheit am E-Paper ist natürlich, sobald das Bild angezeigt wird, wird keine Energie verbraucht. Also der eingebaute Akku von 500 mAh, der ist eher dafür da, wenn ihr durch Bilder blättert oder beispielsweise ein Buch lesen wollt. Das soll nämlich auch nochmal kommen. Und sobald das Bild dann übertragen ist, wird keine Energie mehr verbraucht. Und dann könnt ihr das hier eine Woche, einen Monat für immer drauf haben und es wird hier für immer drauf bleiben. Derzeit eben nur als Monochrom-Display, aber vielleicht auch bald in Farbe. Und was eben auch noch in der Planung ist, ist hier die Möglichkeit, eure Statusmeldung auf Facebook oder Twitter anzuzeigen. Das hier geht ja schon mit dem InCase Photo App, die Bilder zu übertragen oder mit dem AP Reader Bücher zu übertragen, um die dann eben auf der Rückseite hier zu lesen. Das Bild dauert hier ein klein bisschen länger, vielleicht sind hier einfach zu viele Bluetooth-Geräte oder das Bild ist einfach zu groß. Warten wir jetzt nochmal ganz kurz ab. In der Zwischenzeit kann ich euch nochmal das Case für das Samsung Galaxy Note 2 zeigen. Es ist auf jeden Fall viel größer, wie ihr sehen könnt, hat hier auch mehr Buttons und ebenfalls 500 mAh Kapazität. So, das Bild müsste jetzt auch gleich übertragen sein und hier auf dem Gerät erscheinen, wenn es denn das Richtige war. Ansonsten habe ich es gerade aus Versehen auf ein anderes Case geschickt, was wahrscheinlich der Fall ist. Aber ihr habt es gesehen, so ungefähr wird es funktionieren. Es sind hier einfach viel zu viele Cases unterwegs. Wie ihr seht, ich habe es jetzt wahrscheinlich an irgendein anderes geschickt. Aber so funktioniert das. Das ist das Gadja BK3502 für das iPhone 5, ebenfalls für Android-Smartphones verfügbar. Also vielen Dank fürs Zuschauen.